Willkommen zurück zu SFS Tutorial. Heute fliegen wir zum Jupiter und zwar in einen niedrigen Jupiter-Orbit. Das ist keiner der Erfolge, die es hier gibt, zumindest bisher noch nicht. Vielleicht wird das ja in einem zukünftigen Update hinzugefügt. Dementsprechend werden wir auch die Kapsel weiterhin auf der Erde behalten. Wenn es als Achievement, als Erfolg hinzugefügt wird, dann können wir es direkt einsammeln und bekommen dann den Erfolg. Wir bauen natürlich die Rakete und für die ganze Sache benötigt ihr nur das kleine Baufeld ohne jegliche Teilexpansion oder Cheat-Expansion. Ihr braucht aber die Planetenexpansion, um Jupiter selber freizuschalten. Das heißt, daran solltet ihr auf jeden Fall denken. Wenn ihr es nicht habt, dann könnt ihr die Mission nicht durchführen. Genau, dann beginnen wir einfach mal mit dem Bau. Und zwar haben wir hier als erstes den Fallschirm. Da sollten zwei Felder frei bleiben. Die Kapsel und ein Hitzeschild. Wir haben den Separator, ein 15-Tonnen Treibstofftank. Wir gehen zur Aerodynamik und holen uns hier diese kleineren aerodynamischen Rümpfe. Dann holen wir uns hier zwei 10-Tonnen Treibstofftanks und zwei 20-Tonnen Treibstofftanks. Da kommen dann die Valiant-Triebwerke drunter. Drei Stück insgesamt, genau so. Wir benötigen seitliche Separatoren hier und zwei RCS-Düsen direkt darunter. Beziehungsweise können wir die noch ein bisschen drunter packen. Das ist nicht ganz so wichtig, wo die platziert sind. Wenn man die hier platziert und da drauf drücken möchte, dann könnte es sein, dass man die aus Versehen abtrennt. Also machen wir die ein bisschen nach da drunter. Wir benötigen aerodynamische Spitzen und die sollten hier hinkommen. Und dann drehen wir die nochmal und packen die hier hin. Da bleibt dann halt so eine einfelderbreite Lücke, wenn ihr das kleine Baufeld habt. Dann 15 Tonnen Treibstofftanks. Einmal links, einmal rechts. Die Separatoren, die drehen wir kopfüber und die Abtrennkraft erhöhen wir auf die maximale Stufe und davon zwei Stück. Zwei 20 Tonnen Treibstofftanks, die kommen da drunter und nochmal zwei Verleihentriebwerke da drunter. Dann sieht das so aus. Jetzt holen wir uns hier noch zwei weitere Separatoren, die kommen hier hin und darunter kommen dann die Hitzeschilder. Damit treten wir dann in die Jupiteratmosphäre ein und wir machen das hier so breit wie möglich, wie ihr eben sehen könnt. Das ist quasi die maximale Breite, die wir ausnutzen können. Und die verbinden wir dann mit Hilfe von den strukturellen Teilen einfach so übereinander, damit die alle miteinander verbunden sind. So können wir den Widerstand, den Luftwiderstand in der Jupiteratmosphäre quasi maximieren und wir reduzieren damit quasi die Aerobraking bzw. Atmosphärenbremsung-Manöver, die wir benötigen, um in den Jupiter-Orbit zu gelangen. Wir benötigen weitere Separatoren, die kommen hier hin und dann zwei von den 10 Tonnen Treibstofftanks, zwei von den 20 Tonnen Treibstofftanks. Hier kommt dann ein 6 breiter 15 Tonnen Treibstofftank hin und ein 6 breiter 30 Tonnen Treibstofftank. Diese hier kopieren wir, sodass wir insgesamt drei von denen haben, einfach übereinander platziert. Und dann haben wir hier diese 7,5 Tonnen Treibstofftanks, eben auch 6 breit und 2 hoch. Darunter kommen jetzt Triebwerke, wir platzieren erstmal eins in der Mitte, schalten es direkt an. Wir kopieren das einmal nach links, ja, und dann kopieren wir das einmal nach links, genau, einmal nach rechts, nochmal nach rechts und dann nehmen wir drei Stück und machen das nach links, sodass wir 7 Stück davon haben. Auf dem kleinen Baufeld ist das die maximale Anzahl an Triebwerken, die wir haben können. Wir nehmen diese drei großen mittleren Treibstofftanks, kopieren die und verschieben die hier an die Seite. Da ist noch ein bisschen eine Lücke frei und die füllen wir dann hier mit diesen 22,5 Tonnen Treibstofftanks. Eine letzte Sache, die wir noch einbringen müssen, sind die seitlichen Separatoren und die packen wir etwa hier hin. Sind wir auch mit dem Bau fertig, dann können wir hier den Rahmen wegnehmen. Den benötigen wir nicht mehr und dann machen wir die, hoppla, machen wir die Stufen. So, die Stufen, als allererstes natürlich kommen die hier hinzu. Die seitlichen Separatoren, die Booster sind dann halt abgebrannt, die sind leer und können weggeschmissen werden. Genau zur selben Zeit werden dann die beiden Triebwerke bzw. die vier Triebwerke da oben gestartet. Dann haben wir hier die beiden Separatoren, damit quasi, wenn die letzte zentrale Stufe hier quasi ausbrennt, abgetrennt wird. Anschließend diese beiden, da wird nämlich der obere Treibstoff in die unteren Treibstofftanks rüber transferiert und wenn die leer sind, können wir die eben abkoppeln. Das ist dann dementsprechend nicht mehr nötig. Die beiden Separatoren, wenn die Booster quasi leer sind, plus die
Triebwerke, die wir hier in der Mitte haben, genau so. Danach die beiden Separatoren, um die Hitzeschilder abzutrennen. Wenn wir dann quasi in einem niedrigen Jupiter-Orbit bereits angekommen sind, dann benötigen wir die natürlich nicht mehr. Dann sind wir quasi auf dem Rückweg mit dem Separator, Fallschirm und zu guter Letzt dem Hitzeschild, landen wir dann in der Atmosphäre. Und das ist so ziemlich der ganze Aufbau. Ja? Also nochmal von vorn, wir haben hier die beiden seitlichen Separatoren für die Booster plus die vier oberen Treibstofftanks. Dann diese beiden Separatoren, um die zentrale Stufe quasi abzutrennen. Die vier Separatoren, um die zusätzlichen Treibstofftanks abzutrennen, wenn sie leer sind. Dann die beiden kleineren Booster werden abgetrennt und die mittleren drei Triebwerke werden aktiviert. Da werden die Hitzeschilder abgetrennt, sobald wir in einem niedrigen Jupiter-Orbit sind. Und wenn wir zurück zur Erde kommen, dann benutzen wir die drei, um dann auf der Erde zu landen. Ganz genau, dann hätten wir auch hier die Bauphase abgeschlossen und dann können wir losfliegen. Wir zoomen ein bisschen raus, erhöhen den Schub und starten die Triebwerke. Und dann fliegen wir in den Orbit. Wie immer, wir folgen der Winkelanzeige oben links, quasi bis zum höchsten Wert, 75 Grad, und warten dann, bis wir eine Apoapsis im All haben. So, unsere Apoapsis ist im All, aber wir noch nicht. Und deshalb drehen wir uns noch weiter. Und ihr seht, dieses eine strukturelle Teil da wird sehr, sehr heiß. Daher müssen wir da einfach mal ein bisschen aufpassen. Wenn es überhitzt, geht es kaputt und dann verlieren wir das Teil. Deshalb, ja, da ist Vorsicht gefragt. So, wir sind jetzt im All, haben die Kármán-Linie überquert. Und wir haben keinen Flüssigtreibstoff mehr. Deshalb trennen wir dann die untere Stufe ab. Hier wechseln wir auch mal den Treibstofftransfer. Und dann machen wir weiter. Da haben wir gleich keinen Treibstoff mehr. Deshalb können wir auch jetzt schon Schub etwas reduzieren. So, das ist leer. Transferieren wir das auf der anderen Seite auch noch drüber. In der Zwischenzeit drehen wir uns schon mal nach links. Und sobald der Treibstofftank leer ist, trennen wir die beiden ab. Die werden dann weggeschossen und wir drehen uns wieder zurück in Fallrichtung, damit wir dort weitermachen können. So, erhöhen wir wieder den Schub und bringen uns selber in einen Erdorbit. Niedrige Umlaufbahn um die Erde erreicht. Seht ihr, beides ist über 30 Kilometer Höhe. Hier haben wir 96% Treibstoff. Das ist ganz in Ordnung. Und dann sollten die restlichen Treibstofftanks noch verglühen. Das machen wir, indem wir hier warten, bis sie am niedrigsten Punkt in ihrer Umlaufbahn sind. So, diese Spitze hat überlebt, aber alles andere wurde zerstört. Da müssen wir uns keine Sorgen mehr drum machen. Das prallt dann einfach auf die Erde auf. Beide sind kaputt. Dann zoomen wir raus, bis wir den Jupiter sehen können und navigieren dorthin, setzen es als Ziel. Wir beschleunigen die Zeit bis zum Transferfenster. Wunderbar. Wir fokussieren die Erde, zoomen noch näher ran und beschleunigen die Zeit bis einiges vor dem Transferfenster. Wir drehen uns in Fallrichtung. Wir können auch schon mal den Schub vorher erhöhen. Und dann können wir die Triebwerke starten. Und noch ein bisschen nachkorrigieren. Und jetzt erhöhen wir unsere Apoapsis zunächst mal auf eine Höhe von 6000 Kilometer. Wir teilen das halt einfach in zwei Teile, damit das ein bisschen effizienter ist. Da haben wir eine Begegnung mit dem Jupiter
Und ihr seht jetzt, wir gehen da deutlich näher ran. Ja, wir schauen uns einfach mal an. Wir fliegen hier jetzt deutlich näher an den Jupiter vorbei. Aber unsere Flugbahn wird auch deutlich größer. Falls ihr euch an die Gravity Assists bzw. Gravitationshilfen erinnern könnt, an die Swingby-Manöver erinnern könnt, wir fliegen jetzt einfach mal gegen den Uhrzeigersinn darum und reduzieren dabei unsere Flugbahn. Beziehungsweise in dem Fall klappt das gar nicht. Toll, okay. Man muss einfach mal ein bisschen aufpassen. Ansonsten kann es passieren, dass wir nicht in einen Jupiter-Orbit eingefangen werden. Und das wäre doof. So, wir erhöhen das hier etwa auf 100 Kilometer Höhe. Am besten noch ein bisschen drüber. Also etwa so. Und dann beschleunigen wir die Zeit, bis wir etwa auf der Höhe von Io sind. Dann reduzieren wir die Höhe auf unter 100 Kilometern. Wir können auch mal hier schauen, da haben wir noch 1,2% an Treibstoff übrig. Ist nicht mehr viel und das werden wir dann auch noch gleich verwenden. Wir benötigen aber zunächst mal einen Eintritt in die Atmosphäre. Die Atmosphäre vom Jupiter ist 100 Kilometer hoch und wir bringen das auf eine Höhe von 90 Kilometern. Also wir gehen ganz schön tief in die Atmosphäre hinein. Und ihr solltet auf jeden Fall nicht tiefer als diesen Wert gehen. Ansonsten werdet ihr einfach vollkommen zerstört. Ja? Müsst ihr also sehr gut darauf aufpassen. Die Hitzeschilder halten einfach nicht eine höhere Temperatur aus. Dann verglüht natürlich alles, sobald die Hitzeschilder kaputt gehen. So, wir schalten hier die äußeren Triebwerke einmal aus. Einfach damit wir... Einfach weil wir die nicht mehr benötigen. Wir beschleunigen die Zeit, bis wir fast in die Atmosphäre eintreten. Und jetzt empfehle ich euch, macht einen Zwischenspeicher. Ja? Benennt ihn irgendwie, wie ihr wollt, keine Ahnung. Ich lasse einfach einen leeren Namen dort. Und dann drehen wir uns entgegen der Fallrichtung. Aber dreht euch ein bisschen weiter nach rechts. Ja? Also so, dass wir hier an dem Punkt genau gegen Fallrichtung zeigen. Und dann lassen wir uns langsam in die Atmosphäre einsinken. So, jetzt können wir auch hier den restlichen Treibstoff verwenden von unseren Triebwerken. Und dann trennen wir die auch direkt ab. Benötigen wir nicht mehr, ist einfach nur unnötige leere Masse, die wir dann herumtragen müssen. Die bringt also absolut gar nichts. Schaut euch die Temperatur der Hitzeschilder an. Wir sind hier schon bei 5000 Grad Celsius. Und das wird auch eine Weile noch weiter ansteigen, ja? Also müssen wir auf jeden Fall ganz gut drauf aufpassen. Zoomen wir mal raus, schauen wir mal, wie weit das hier ist. Es wird auf jeden Fall noch ein Stückchen kleiner. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir einen hohen elliptischen Jupiter-Orbit erreichen. Und da haben wir einen. Wenn es nicht klappt, müsst ihr einmal zurück zum Erdorbit gehen. Müsst so ein paar Jahre vorspulen und hoffen, dass der Jupiter dann eben an einer anderen Position ist. Müsst ihr einfach mal schauen. So, wir haben also hier uns in einen Jupiter-Orbit eingefangen. Ihr seht, wir haben einen sehr stark elliptischen Orbit. Das ist dann hier eben dieser Atmosphäreneinfang, den wir beim letzten Tutorial hatten. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch mal an. Da habe ich eine Menge erklärt, das ist ganz nützlich. Wir beschleunigen die Zeit jetzt bis zur Apoapsis. Und an der Apoapsis schalten wir mal kurz die RCS-Düsen an. Denn ihr habt auch direkt gesehen, hier hat sich unsere Periapsis etwas verringert und das wollen wir absolut gar nicht. So, dann müssen wir die mal ein bisschen bearbeiten, da wieder auf 90 bringen und dann beschleunigen wir auch hier wieder die Zeit sehr dicht an die Periapsis, um dann ein zweites Mal hindurch zu fliegen. Und das machen wir jetzt hier irgendwie 60 Mal oder so. Für die ersten paar Male solltet ihr auf jeden Fall eine Höhe von mindestens 90 Kilometern beibehalten, damit die Hitzeschilder eben nicht verglühen. Wenn die Apoapsis schon deutlich kleiner wird, dann könnt ihr auch etwas niedrigere Werte nehmen. Ja? Ihr müsst einfach mal immer ein bisschen schauen auf die Temperatur. Wenn es über 5900 Grad Celsius geht, dann müsst ihr die Periapsis unbedingt wieder erhöhen. Ja? Also es ist mehr so
nach Gefühl. Ich kann da keine genauen Werte geben. Das ist da ja ziemlich unterschiedlich für jede einzelne Person, auch zwischen meinen eigenen Versuchen. Ich habe da immer wieder andere Werte rausbekommen. Dementsprechend kann ich euch da nicht genau was sagen. So, ihr seht, wir sind hier schon ein ganz großes Stück näher an den Jupiter gekommen. Ich meine, wir waren ja hier ganz weit draußen und jetzt sind wir quasi nur noch auf dem Drittel vom Weg oder so. Ja, vielleicht sogar ein Viertel. Und das wiederholen wir dann jetzt einfach mal eine ganze Weile. Eine wichtige Anmerkung, hin und wieder kommt es dazu, dass ihr Begegnungen mit anderen Planeten bekommt, beziehungsweise mit Monden bekommt. Die solltet ihr nach Möglichkeit vermeiden, weil die eure Bahn komplett aus dem Rahmen bringen können. Und dann müsst ihr halt eben dafür sorgen, dass die einen möglichst geringen Einfluss auf eure Bahn haben. Zum Beispiel hier wurde die Bahn komplett auf unter 90 Kilometer gebracht. Das ist natürlich eher unschön. Dementsprechend müssen wir hier dafür sorgen, dass diese Bahn wieder erhöht wird. Und dazu müssen wir uns hier ein bisschen nach links drehen, beziehungsweise auch nicht. Aha, wir müssen uns nach unten rechts drehen, so rum. Und dann eben unsere Bahn etwas erhöhen. Die Begegnung kann man da wahrscheinlich kaum vermeiden, aber es gibt dann eben keine andere Möglichkeit. Dann beschleunigen wir einfach mal die Zeit bis zur Apoapsis. Und ich empfehle euch jedes Mal, wenn so etwas passiert, speichert direkt danach auch nochmal ab. Dann habt ihr einfach so einen Zwischenspeicher, auch wieder hier relativ irrelevant, einfach einen neuen Zwischenspeicher benannt. Dreht euch natürlich wieder in die richtige Richtung. Und dann fliegt ihr wieder durch die Atmosphäre hindurch.
Wir sind jetzt hier fast in einem niedrigen Jupiter-Orbit. Wir müssen jetzt hier noch die Hitzeschilder abkoppeln. Und dann können wir hier unsere Periapsis erhöhen. Das sollte etwa so reichen. So, das haben wir hier natürlich auch noch. Das bringen wir hier in eine schön niedrige, tiefe Atmosphäre. Beschleunigen dann ein bisschen die Zeit. Irgendwann sollte es eben den Orbit verlassen, wie ihr sehen könnt. Das hat dann hier eine Begegnung mit dem Jupiter und dann wird es garantiert zerstört. Wir gehen mal zurück zu unserem Raumschiff, ja, und beschleunigen einmal die Zeit bis hier nach unten. Denn eine Sache, die wir natürlich noch nicht gemacht haben, ist, uns den Jupiter anzuschauen. Also, dann zoomen wir mal so weit raus wie nötig. Und da haben wir den Jupiter. Das ist dann wahrscheinlich die Nordansicht vom Jupiter. Ihr kennt bestimmt schon ganz viele Bilder vom Jupiter. Da ist immer so ein großer roter Fleck drauf. Ja, das ist der größte Sturm im Sonnensystem. Der ist irgendwie dreimal so breit wie die Erde. Und wenn das hier die Südseite wäre, dann könnte man das sehen. Denn der große rote Fleck ist unterhalb des Äquators. Dementsprechend ist das hier dann wahrscheinlich die Nordseite, die wir sehen können. Ist auf jeden Fall ganz schön interessant. Die ganzen Wolkenschichten, die da zu sehen sind, mit diesen vielen relativ kleinen Wirbelstürmen, ja, die sind trotzdem irgendwie halb so groß wie die Erde. Also wenn so ein einzelner Sturm auf der Erde wüten würde, da gäbe es keine Menschheit mehr. Das wäre einfach unglaublich. Sieht auch ein bisschen gruselig aus mit den ganzen unterschiedlichen Farben, überall diese Wellen und so, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir jetzt auch genug davon. Im Vergleich dazu sind wir natürlich ein winzig kleiner Fleck quasi, wir existieren da quasi gar nicht. Jedenfalls, wir fliegen jetzt zurück zur Erde und das hier ist nicht besonders effizient. Ihr seht, wie die Flugbahn quasi bis zur Höhe von der Venus kommt. Das ist überhaupt nicht effizient. Daher warten wir einfach hier bis zum nächsten Transferfenster. Beschleunigen wir einfach mal die Zeit dafür. Und dann sollten wir gleich eine Begegnung bekommen. Wunderbar. Dann fokussieren wir hier den Jupiter. Und dann beschleunigen wir die Zeit bis vor dem Transferfenster. Wir drehen uns in Pfeilrichtung. Und dann machen wir uns breit auf den Rückweg. So, wir haben 93% übrig. Ihr solltet schon so etwa 90% haben. Kommt ganz darauf an, wie viel noch für den Transferfenster in Delta V verwendet wird. Ich glaube, das können wir auch einfach mal ausprobieren. Also hier haben wir etwa 3800. Ich glaube, dafür bräuchte man etwa 90% oder so. Da solltet ihr dann auf jeden Fall noch einiges übrig haben. So, dann beschleunigen wir die Zeit nochmal bis hierhin. Und dann starten wir auch die Triebwerke und fliegen zurück zur Erde. So, wir haben eine Begegnung mit der Erde, das ist wunderbar. Dann beschleunigen wir einfach mal die Zeit, bis wir zum Einflussbereich der Erde kommen. Wir haben hier noch 1,3% Treibstoff übrig, also wirklich nicht viel. Das ist eben eine recht schwierige Mission, eine der schwierigsten Missionen, die man hier so im Spiel machen kann. Und dann kommen wir zurück zur Erde, wunderbar. Wir verringern die Höhe der Periapsis, und zwar auf eine Höhe von, sagen wir mal, ja, so 19,8, vielleicht ein bisschen niedriger, wenn wir es auch mal hinbekommen. 18,5 sollte in Ordnung sein. Dann beschleunigen wir die Zeit, bis wir sehr dicht an der Atmosphäre dran sind. Jo, nicht ganz so tief, aber naja. Da haben wir den Rest des Raumschiffs. Es verglüht einfach gerade komplett. Wunderbar. Und dann sind wir hier in der Atmosphäre drin. Und wir verlangsamen.
Bei 500 Metern öffnen wir dann den Fallschirm und bei 200 Metern können wir dann auch den Hitzeschild abtrennen. Der fliegt dann langsam in Richtung Erde. Klonk. Und dann können wir auf der Erde landen. Da kommen wir jetzt langsam 50 Meter, 40, 30, 20. Und da sind wir. Wieder zurück auf der Erde. Wir haben natürlich keinen Erfolg bekommen. Das ist ja keine Erfolge. Ich sag hier einsammeln, aber keine Sorge, ich lasse es erstmal noch. Ich will es euch erstmal nur zeigen. Also, wir haben hier eine ganze Menge Sachen am Anfang, relativ irrelevant. Und dann haben wir ganz viele Atmosphärenbremsungen. Ja? Also irgendwie, keine Ahnung, 70 oder so. Sind auf jeden Fall eine ganze Menge. Da braucht man eine Menge Geduld. Ich habe dafür irgendwie eine Stunde lang aufgenommen. Nur diese ganzen Atmosphärenbremsungen. Und dann sind wir zurück zur Erde. Beim ersten Aero Capture, also beim Atmosphäreneinfangen, hatten wir 5368 Grad Celsius. Und dann bei der Landung nochmal 2184 Grad Celsius. Also eine ganze Menge auf jeden Fall. Und das wäre es dann auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!